Data Center Day, die Cooling Days und der Power Kongress passen perfekt zusammen. Deswegen haben sie auch eine gemeinsame Veranstaltung. Immer geht es darum, Energie optimal ins System einzuführen und die Abwärme, die leider immer entsteht, wieder gut wegzukriegen. Auf der gemeinsamen Ausstellung treffen sich Experten für Wärmemanagement, Rechenzentren und Stromversorgung. Die Stärke der Veranstaltung, geballtes Know-how und gemeinsame Herausforderungen bringen Synergieeffekte für alle Teilnehmer. Das Besondere hier bei der Veranstaltung ist, dass hier drei Themenbereiche unter einem Dach sind. Alle treffen sich hier und zeigen, was sie aktuell bewegt, was sie aktuell umtreibt und wie sie gemeinsam für den Kunden die beste Lösung erarbeiten. Es ist eine der wenigen fachspezifischen Messen, die so konzentriert sich mit dem Thema Elektronik und Kühlung befassen. Das Besondere bei der Veranstaltung ist die Thematik von Entwicklung, also dass man kleine Bauteile sehen kann, bis hin zur Gesamtapplikation. In Keynotes, Praxisbeispielen und Workshops teilen hochkarätige Speaker Highlights aus ihrem Branchenumfeld. Die Vorträge sind fachlich sehr fundiert, wie immer zu kurz. Man würde gerne viel mehr in die Tiefe gehen. Also die Referenten sind hervorragend, haben sehr, sehr viel Material vorbereitet. Das, was uns hier in Würzburg gut gefällt an der Veranstaltung, ist das hohe fachliche Niveau in den Konferenzen, sodass wir, wenn wir in die Gespräche kommen, auch sehr wertvolle und sehr fundierte Gespräche mit den potenziellen Kunden haben. Das Besondere an der Veranstaltung sind erstmal die Vielzahl an Teilnehmern, die Vielzahl an interessanten Gesprächen, die geführt haben und natürlich die einzelnen Vorträge, die ich selbst als Aussteller gerne mit anhöre, um die neuesten Trends mitzubekommen. Neue Lösungen gesammelt an einem Ort. Kongressteilnehmer tauschen sich mit Technologieexperten über Trends und ungenutzte Potenziale aus. Man findet einen gewissen Marktüberblick über die Marktleader und ist doch immer sehr wichtig, dass man sich vor Ort im Gespräch auch ein Bild über die Leistungsfähigkeit der Anbieter macht. Ich habe viele neue Trends mitgenommen, die ich noch nicht kannte und viel Technik gelernt, die ich auch noch nicht kannte. Das ganze Wissen rum um Data Center ist halt geballt auf einem verhältnismäßig kleinen Raum und man lernt sehr viel, man bekommt immer die neueste Information, man trifft sich face to face. Das Gesamtambiente ist sehr schön, die Location ist sehr schön. Der dritte Data Center Day konnte mit über 200 Teilnehmern die Teilnehmeranzahl fast verdoppeln im Vergleich zum ersten Mal. Das Zusammenspiel der Power Days, der Cooling Days und des Data Center Days ist ein hervorragendes Konzept, einmalig hier in Würzburg im VCC. Und genauso soll es bleiben. Ich freue mich aufs nächste Mal.